Das ist schade, dass du schon gehen musst, Tante Agathe. Es tut mir leid. Was? Ich sage, es tut mir leid. Komm, Kalli, ich sag der Tante schön Papa, ja? Auf Wiedersehen, Servus, Kalli. Ja, komm mal wieder, Tante Agathe. Ja. Endlich. Pfui, schön. Endlich. Warum hast du dann gesagt, es tut mir leid, dass du schon gehst? Das war Höflichkeit. Das war Lüge. Er ist nicht unverschämt, Kalli. Es war eine Lüge. Der hat's notwendig und er lügt wie gedruckt. Lügen Ihre? Ja, und er vorläufig, ne? Na. Ich bin noch nicht drauf gekommen, dass er mich angelogen hat. Glaubt, dass Lügen in Beziehung auf Kinder ein furchtbar hartes Wort ist? Manchmal, wenn Sie Angst haben. Hin und wieder. Sagt sie nicht ganz die Wahrheit. Ja, Kinder lügen. Und auch meine Kinder lügen. Und was tun Sie dagegen? Weil ich das Gefühl habe, dass mein Sohn lügt, dann wird er auch bestraft werden. Sie denkt sie irgendwie gar nichts dabei, nicht? Und jetzt gehe ich gar nicht drauf ein, nicht? Dass nicht angespornt wird zum Lügen. Strafen bei Lügen hilft eigentlich überhaupt nicht. Lügen kann man nicht bestrafen, die muss man an der Wurzel packen und versuchen zu vernichten. Ich weiß im Grunde genommen immer nur, dass es Angstlügen sind und versuche ihnen beizubringen, dass sie eben keine Angst haben sollten. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, dass die Erwachsenen versuchen sollten, so ehrlich wie möglich den Kindern gegenüber zu sein. Wir haben eigentlich gar nichts dagegen getan. Kinder in den ersten 5 Lebensjahren sagen kein wahres Wort und keine Lügen. Sie reden nur. Ihr Reden ist laufes Denken. Das ist aber schon mehr als 5. Kalli, wirklich, du machst es uns schwer. Ich hab's schwerer. Und wenn wir uns vorhin wirklich daneben benommen haben? Wir? Du hast gelogen. Du gehst schon an der Agathe? So? Na, und wer hat gestern gesagt? Herr Inspektor, die Parkscheibe muss verrutscht sein. Hätte ich zahlen sollen? Das sind 50 Schilling wirklich so ein Betrag, dass es sich dafür lohnt, dem Buben ein schlechtes Beispiel zu geben? Immer ich. Du lügst öfter. Ja, das ist nicht wahr. Schon wieder eine Lüge. Das war eine Notlüge. Notlügen wird der Mensch doch noch dürfen. Der Kalli auch? Nein, der Kalli ist doch ein Kind. Kinder dürfen überhaupt nicht lügen. Dann dürfen Kinder die Wahrheit sagen? Was meint er damit? Was? Weiß Ihr Kind, egal was es denkt oder fühlt, es darf Ihnen alles rückhaltlos anvertrauen? Wäre es nicht vielleicht auch anders gegangen? Na endlich! Kalli! Ich verstehe, dass dich die Tante nicht freut. Uns freut sie auch nicht. Aber im Grunde ist ein grundanständiger Mensch. Dass sie alt und schwerhörig und mühsam ist, dafür kann sie nichts. Du wirst auch einmal alt sein. Froh, wenn sich die Jungen anständig gegen dich benehmen. Also, zeig ihr nicht, dass du aufatmest, wenn sie geht, okay? Ja, aber deswegen muss ich sie noch nicht mögen. Nein, das musst du nicht. Kinder, die sich nicht fürchten müssen, für Gefühle bestraft zu werden. Gefühle sind nämlich straffrei. Lügen viel seltener. Findest du das auch? Findest du auch, dass Gefühle straffrei sind? Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Die Justiz straft auch nur Taten. Straftaten. Oder gibt es auch Strafgefühle? Wenn sie kriminell sind? Jeder fühlt ab und zu kriminell. Du Trottel. Du Idiot. Na warte, ich werde dich faschieren. Niemand wird faschiert. Väter wissen, wünschen und tun ist zweierlei. Kinder müssen erst lernen, die Kräfte, die sie in sich fühlen, zu zähmen. Und dazu brauchen sie die Hilfe erfahrener Leute. Der Eltern. Und welcher Ingenieur hat jemals zum Wasser gesagt, pfui, schäm dich, du bist reißend. Gefühle sind straffrei. Ja, Tante! Regnet draußen. Ich habe mir gedacht, kommst bitte zurück und wartest, bis es sich aufheitert.
Neues denn? Lüge ich, passt ihm nicht. Bin ich ehrlich, passt ihm auch nicht. Er spürt, Ehrlichkeit ohne Herz ist wertlos. Guter Herr, sagt er. Hast du überhaupt etwas gesagt? Ja, ja, bleib doch da, habe ich gesagt. Ich weiß nicht, man kann ihm nicht glauben. Lügt er gerade noch immer so viel? Nein. Also wie er klein war, da hat er ganz schamlos gelogen. Ganz schamlos. Einmal, da war ich mit ihm im Stadtpark. Da hat er gesagt... Tante, Tante! Ja? Was ist denn, Tante, Vater? Na, was sagt er denn jetzt, dein Freund? Was hat denn diese Lüge mit der Angst vor bestraften Gefühlen zu tun? Wir hätten den Karli kaut, wenn er damals die Wahrheit gesagt hätte. Nämlich, Tante, hinter dem Gebüsch sitzt kein schwarzer Panther. Hm? Was? Was hat er gesagt? Die Gründe, warum ein Kind lügt, ändern sich mit dem Alter. Karli, der Sechsjährige, lügt anders als Karli, der Neunjährige. Das Denken des kleinen Kindes wird überwiegend vom Wünschen bestimmt. Im Busch sitzt ein schwarzer Panther. Das heißt, ich wollte, im Busch säße ein schwarzer Panther und frisst die Tante. Karli. Gefühle sind straffrei. Was? Hellhörige Eltern erfahren aus den Lügen ihrer Kinder die Wahrheit über Hoffnungen und auch Ängste. Es regnet nicht mehr. Und komm bald wieder, Tante. Komm gut heim, habe ich gesagt. Die Fantasiewelt des Kindes darf nicht verneint werden, etwa. Lügner! Hier gibt's keine Panther. Die Fantasiewelt des Kindes muss zurechtgerückt werden, behutsam, der Wirklichkeit angepasst. Ein schwarzer Panther? Ja! Du, ich glaube eigentlich nicht, dass es hier sowas gibt. Aber lass uns mal nachschauen, denn wenn da wirklich einer drin sitzt, du, das könnte gefährlich für uns werden, komm! Und das heißt, man soll jeden Blödsinn mitmachen, der den Kindern so einfällt? Ja, nach Möglichkeit. Ich will, dass ihr seht! Ja, du töpfst dich lieber dein Hemd in die Hose, ja? Fantasiewelt, nicht verneinen. Was? Ach so, das ist aber mühsam. Hier bist du, der Blödste. Oh, wo haben wir, du mir dich? Au, du geht, au, au, oi, au, au. Verneinen der Wunschwirklichkeit tötet die Fantasie unserer Kinder. Und Fantasie werden sie brauchen, immer mehr in unserer Welt. Sie ist da, diese Fantasie. Lassen wir sehen. Also wie war das? Was kann man tun, um Kindern Lügen zu hindern? Ja, vor allem selber ehrlich sein. Taten strafen, Wünsche gut. Dem Kind Sicherheit geben. Was immer du auch fühlen magst, du darfst es uns eingestehen und dir selbst. Die Fantasiewelt des Kindes betreten, nicht zertreten. Ehrlich, wer hat seinerzeit mit uns so viel Geschichten gemacht? Leider niemand.